der blaue Pfau. Zwei Fragen drängen sich einem auf, wenn man diesen bunten Pfau sieht, der ständig überall flexen muss. Erstens, wo lebt dieses Ding? Zweitens, wie schafft er es nicht gefressen zu werden, weil Tarnen ist offensichtlich nicht so sein Ding und womit soll er sich bitte verteidigen? Nun, in einer Antwort lebt unser blauer Kerl hier inmitten des Tigerlandes in Südwestasien. Und ja, er wird meistens tatsächlich einfach gnadenlos aufgefressen, weil die Weibchen so fucking oberflächlich sind, dass die Männchen das wahrscheinlich schönste Aussehen der Tierwelt entwickeln mussten. Das bedeutet zwar eine hypnotische Wirkung, aber das ganze Zeug hindert das Männchen daran, über die Schultern zu schauen, um zu checken, ob ein Serienmörder hinter ihm steht. Und auch ist der ganze Kram so schwer, dass der Pfau nicht einfach vor dem Gegner wegfliegen kann. Echt mega fies, wenn man sich reinzieht, dass die hässlichen Männchen weniger von Raubtieren gefressen werden und die Weibchen sie auch nur als unfickbare Versager betrachten. Sie bekommen einfach weder von Tigern noch von Frauen Liebe.